Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Ja, mir fehlen da irgendwie noch 20%. Hier fehlen mir noch 4%. Ja. So sieht's aus, Leute, und nicht anders. Weil diese Marketing-Heinis ja hier so total unfähig sind. Und meine Hausmeister auch unfähig sind, hier einfach mal zwei Geister einzufangen. Also, keine Ahnung. Wollen sie lieber noch mehr Geister verursachen? Hat sich geweigert zu bezahlen? Ja, ich weiß, dass das mit dem Bezahlen ein Problem ist. Aber ich könnte jetzt echt den Preis runtersetzen, ganz ehrlich. Ich brauche den Preis gerade nicht. Und dann wird das alles billiger. Und dann hauen nicht ganz so viel ab und vielleicht schaffen wir es dann. Ja, cool, Forschung. Ja. Dann nächstes. So. Ach, schön, Epidemiewarnung. So, wer rennt denn hier rum wie ein Zombie? Der wird jetzt von mir einmal geimpft. So. Ich bin ja zurzeit sehr genervt von Corona. Immer noch. Also wenn ihr das seht, ist eh schon Ende März. Vielleicht schon Anfang April. Bei mir ist noch Anfang März. Und ja, es gibt jetzt diese neue Regelung praktisch. Dass irgendwie manche Sachen wieder aufmachen können. Ja, bei uns machen die Blumenläden wieder auf Ende. Ja, wir haben so eine hohe Inzidenz, weil unsere Stadt halt so klein ist, dass wenn irgendwie zwei infiziert sind, wir direkt bei 50 sind. Das kam jetzt unerwartet. Das ist sehr unerwartet. Ja gut, wir brauchen irgendwie 1000 Patienten, eine Heilungsrate von 90. Cool. Ja, unser Krankenhauswert, den haben wir ja zum Glück, aber ja. Die zwei, also das da schaffen wir irgendwann mal in 20 Folgen. Aber das hier und also das hier wird halt wieder eine Katastrophe werden. Wir müssen das irgendwie alles hier auf die Kette bekommen. Keine Ahnung wie, aber es muss irgendwie gehen. So, Sondermeldung. Ja, haben wir nicht geschafft. Blöd. Ja, aber den einen Typen können wir jetzt eigentlich auch wieder entlassen. Also den können wir jetzt eigentlich wieder sagen, dass er alles machen kann. Weil es mich nicht juckt, ob jetzt irgendwie in der Forschung gerade ist oder nicht. Du darfst wieder alles machen. Mach, was immer du willst. Hier, du darfst auch im Zeitschriftenstand. So. Ja, wir sind gerade beim Impfen von süßen, geilen Leuten. Ja. Wir brauchen noch einen. Aber der eine, der kaut eh ab oder so. Und dann juckt es mich nicht mehr. Das da ist jetzt meine Geldproduziermaschine. Diese zwei netten Forscher, die hier dauerhaft irgendwelche allgemeinen Forschungsteile erwerben und mir einfach ganz viel Geld dadurch schenken. Ja, und ich muss irgendwie 1000 Patienten halten. Das ist so ein bisschen so, ja, ein Problem. So, wir können Motivation machen. Das ist schön. Zwei Teilnehmer. Cool. Macht einfach mal. Ihr zwei seid gleich fertig mit eurer Forschung. Dann kriegt ihr gleich wieder eine neue Forschung. Achso, wir speichern, weil es ja der 1. Januar, da müssen wir uns speichern. So. Ja, schön. Wir haben schon 15 Mal den Patientenpreis gewonnen. Ein 16. Mal. Wuhu. So, direkt mal wieder Kudosch. Nicht Kudosch, sondern Money. So, aktueller Ruf. Ist mir eigentlich gerade ziemlich egal. Ich muss mal schauen, wie viele Patienten wir eigentlich aktuell haben, weil wir jetzt nicht so den Stau mehr haben. 141. War schon mal niedriger, aber ja, es ist gerade noch, glaube ich, zu bewältigen. Das Problem ist immer hier mit den Arztpraxen, weil hier keiner hinterherkommt. Ja, cool. Alles eigentlich top zufrieden. Yay, ein neuer Facharzt. Ja, also bis wir hier irgendwie mal 1000 Leute heilen, das dauert. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ob wir das mit dem Geld halten können, ich glaube es kaum. So. Also 1000 Patienten zu heilen, das dauert. Also wenn wir sagen, wir heilen 100 in der Folge, dann sind es 10 Folgen. Das heißt, ich mache nach dieser Folge für mich auch einen Cut. Ich hoffe, dass wir das Krankenhaus dann laden können, weil es ja hin und wieder mal Probleme gab. Und dann werde ich einfach mal den restlichen Tag chillen. Und erstmal diese 23 Folgen dann hochladen.
Das wird ziemlich unangenehm. Ich hasse es, mehr als 15 Folgen hochzuladen, weil ich es dann noch zweimal hochladen muss. Ich hasse gesamtes Hochladen, das nervt mich zurzeit mega. Okay, alles steigt irgendwie. Ja, es wird was geheilt. Yay! Ich möchte mal wissen, wo der eine Infizierte ist, aber er ist halt noch nicht weggerannt, deswegen ist mir das eigentlich egal und der hat auch keine Leute angesteckt. So, hier sind wir irgendwie ein bisschen fertig. Hier, Kurs starten. Kann ich bitte einen Kurs starten? Diagnostik 2 hört sich doch sehr interessant an. Hier. Viel Spaß. 50% haben wir schon fast geheilt. Das ist voll viel. Also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass wir jemals noch das 3-Sterne-Krankenhaus packen. Also das 2-Sterne schaffen, um das 3-Sterne zu bekommen. Aber ja, okay, cool. Ja, wie gesagt, unser Krankenhaus wird es jetzt auch schön down. Ich werde jetzt einfach mal die Preise hochsetzen, was mir eigentlich gerade richtig am Arsch vorbeigeht, was das Geld angeht und die Zufriedenheit meiner Patienten und so, weil ich einfach jetzt gerade den Wert schauen muss und dann schaue ich gleich den Wert und dann kommen das nächste, die zwei Werte hier wieder. Verdiene 100.000. Ja, ich gebe mir mein Bestes. Weil wenn mein Ruf richtig scheiße ist, kommen nicht so viele Leute in mein Krankenhaus. Die Leute sind hier dann nicht so überfordert und so weiter. Also es hat auch Vorteile, wenn jetzt mein Ruf nicht so hoch ist. Und ich meine, bis die 1000 geheilt sind, da kann mein Ruf und meine Patientenheilungsrate viel machen. Man kann jetzt eigentlich nur abwarten, mehr kann man gerade gar nicht tun. Und immer schauen, ob seine Forschungs-Heinis vorankommen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan war oder nicht. So, 100.000. Ja, Pixelose, mach ruhig. So, ja, die treffen einen Kopfsalat in der Psychiatrie. Oh, schön, da muss ich wieder meine Preise erhöhen. Okay, 1. April, wieder ein wunderschöner Speicher-April-Scherz von unseren Spielchen hier. Okay, wir hängen. Ich habe Angst, dass das ganze Programm jetzt abstürzt. Okay, nein. So, Preiserhöhung. Oh ja, da schaut, da habt ihr nur 90. So, Kopfsalat haben wir dann auch auf 100% erhöht. Ja, toll, ein Krankenhaus. Ja, Geld. So. Ja, schön. Also Geld geht gerade richtig geil runter. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder ändert. Wenn mir einfach der Rest eigentlich gerade richtig am Arsch vorbeigeht und ich eigentlich jetzt gerade nur auf meine Heilung, auf mein Geld schaue. Und alles andere kann ja eigentlich warten. Sitcom-Geklimper von Krell. Scaring. Ich bin heute echt zu dumm zu reden, aber ich meine, ich habe 23 Folgen geredet, also 230 Minuten. 230 Minuten ist viel. Verdammt viel. Ich frage mich, was mit diesen einen Infizierten ist, den ich abhaut. Vielleicht war er, ist er da gerade erst ins Krankenhaus reingekommen und wartet jetzt auf meinen Arzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe einfach, dass es kein Personal ist. Mein Personal haut nicht so schnell ab. So. Krankenpflege und Chirurgie, bitte. So. Unser Geld geht auf jeden Fall richtig schön hoch. Das freut mich. Heilungsrate von 90%. Also ohne 1000 Patienten nützt mir halt das alles nichts. Und die dauern halt einfach. Also ich würde echt sagen, 10 Folgen, dass wir das überhaupt mal schaffen mit den 1000 Patienten. Und der Rest, der wird auch noch dauern. So, eine Chefhausmeisterin hätten wir dann. So, können wir denn was befördern? Komm, wir machen mal Instandhaltung 2. Ist bestimmt voll effektiv. So, Frau Frisur. Ich wollte dann noch hier das Teil da erhöhen, weil sich ja Leute darüber aufgeregt haben, dass es das nicht erhöht ist. Also machen wir das einfach mal. So. Ja, Chef von Holistics ist gerade wieder am Start. Und jetzt kriegen wir eine Abrechnung. Ich bin gespannt, ob wir jetzt halt wieder ein... Wir haben Minus. Ah, wieso? Oh Gott. Ja, also ich würde echt sagen, nach dieser Folge höre ich jetzt einfach mal auf für heute. Weil das echt jetzt ein bisschen viel für mich war. Ja, Diagnose zu machen wir jetzt nicht so. Ja, eigentlich könnte ich die Diagnose auch wieder runterfahren. Nicht ganz runter, aber hier auf 55. Hier 55.
Yay, Layla ist auf Platz 1, passt. Ja, unsere Einnahmen übersteigen unsere Ausgaben. Das ist halt immer ein gutes Zeichen. Ja, schauen wir mal, warten wir einfach mal ab. Ich hoffe, dass der eine Heini jetzt mal verschwindet. So, ja, Forschung abgeschlossen, geil. Projektschatten. Ja, dann stirbt mal wieder ein bisschen was. Ja, aber dann würde ich einfach mal sagen, das war's dann für diese Folge. Wir warten jetzt noch, dass wir die 100 Patienten geheilt haben. Das ist genau immer 100 pro Folge sind, beziehungsweise hoffentlich dann mal mehr. Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Two Point Hospital. Bis dahin. Tschüss.